Lufthansa Senator Lounge, Frankfurt Airport Terminal B. Doch bevor wir in die Senator Lounge gehen, hier ein kleiner Tipp. Wer zum Beispiel mal eine Zigarette rauchen möchte oder einfach nur mal einen kleinen Blick frische Luft auf den Airport Frankfurt genießen möchte, der kann das auf der Terrasse im Terminal B tun. Da ist nämlich eine Außenterrasse. Und das ist ein schöner Blick. Es macht Freude, wenn man gerne Aviation-Liebhaber ist. Von hier aus, von der Terminal-Terrasse, geht es dann direkt weiter, die Treppen über die Sicherheitskontrollen zu B Senator Lounge. Und der Weg ist gar nicht so weit, schnell zu erreichen, und am Eingang braucht man nur sein Bordticket zeigen, wo eben der Status hinterlegt ist, und dann geht es auch schon zu den richtigen Zeiten ruckzuck in die Senator Lounge. Nach oben mit einem kleinen Escalator, der, wenn man ihn auf schnell stellt, auch schnell nach oben geht. Die Senator Lounge ist recht groß und gut angelegt. Es gibt viele Möglichkeiten, die ich euch jetzt zeigen möchte, was man alles in dieser Lounge erleben kann. Auf der linken Seite sind freundliche Mitarbeiter, die Fragen und vor allen Dingen Ticketprobleme lösen können. Auf der rechten Seite, wie hier zu sehen, ist eine büroähnliche Möglichkeit, wo man telefonieren und auch mal mit dem Laptop schnell arbeiten kann. Überall gibt es kleine Sitzgelegenheiten, wo man etwas zu essen zu sich nehmen kann, aber auch kleine nette Kurzgespräche führen kann. Diese Sitz-Tischbank-Möglichkeit, die ich hier so sehe, die ist natürlich, ich sag mal, wenn die Senator Lounge dann voller wird und gerade im B-Bereich, kann das schon mal passieren, doch schon sehr schön, dass man das eben als freie Variation hat. Die groß angelegte Lounge hat überall kleine Nischen, die Freude machen. Das Mobiliar ist zwar auch schon etwas älter, aber dennoch sehr bequem, und man kann vor allen Dingen diese Sessel und Stühle auch bewegen, und das ist ja nicht in jeder Lounge gegeben. Auch der Blick nach draußen aufs Vorfeld macht Freude. Hier wieder so eine kleine kuschelige für zwei Personen, wo man sich auch mal ein bisschen aufs Auge legen kann, wenn man noch Zeit hat. Die tolle große Bar, die lädt dazu ein, dass man hier neben Espresso auch mal den kleinen einen oder anderen Cocktail zu sich nehmen kann. Ein kleiner Tipp für die, die das noch nicht wussten. Und auch hier wieder etwas größere Sitzgelegenheiten. Das ist so für Familien gedacht, wo man einfach dann entspannt, vielleicht auch in einer größeren Gruppe. Man ist unterwegs mit den Kegelfreunden, dann passt das sicherlich ganz gut. Zum Ausruhen gibt es auch Flächen, und dazu gibt es ein Kissen und einen kleinen, Schlafanzug. Sehr nett, den man übrigens mitnehmen kann. Man kann seine Sachen auch wegschließen, Schlüssel kann man mitnehmen, zum Schluss wieder abholen. Und der Spa-Bereich, wenn mal wieder alles geht, dann kann man auch als Mann im Stehen pinkeln, und die Toiletten zum größeren Geschäft sind natürlich auch vorhanden. Es gibt auch Duschmöglichkeiten, um sich zu erfrischen, und eines natürlich nicht vergessen, wir wissen, immer nach dem Besuch die Hände waschen, damit man leckeres Buffet genießen kann. Das ist mal gut und mal schlecht. Also die einen sagen so und die anderen sagen so. Von der Seite ist das Grundstandardmenü immer vorhanden. Es gibt immer irgendwelche Frikadellen, es gibt immer irgendwelche Pasta und natürlich auch reichlich Süß- und Quarkspeisen. Dann auch die klassischen Brezel. Dazu darf natürlich nicht fehlen auch Kaffee und Tee. Und es gibt auch für die Vegetarier unter all denen und natürlich auch für die, die gerne auch Klöpschen essen, also das heißt, die auch Fleisch essen, für alle ist gesorgt. So, und dann hier nochmal die Möglichkeit, vergesst es auf keinen Fall, der Hon macht es immer gerne, er lässt immer einen Gruß da, um zu zeigen, dass ihm der Besuch in dieser Lounge, in der Senator Lounge im B-Bereich gefallen hat.